begrüßen mit der Nummer 70 Julius Scharinger. Elfmeter. 20 Jahre Kinderverschanzentournee. Das heißt, Finale heute hier in Hinzenbach. Im Rahmen. So lange gibt es die schon, ja. Da fühle ich mich jetzt auch schon alt, weil ich weiß, dass ich bei einfach die ersten selber dabei war. Ja, es war immer eine große Sache für mich, auch damals als ganz kleiner Springer da mitzumachen. Habe den Gesamtsieg auch mal holen dürfen. Ich glaube, mein jüngerer Bruder, der Alex, der war sehr erfolgreich, der hat das viermal geschafft. Da bin ich eben was hinten nach. Aber ist für einen kleinen Springer, wo man gerade die erste Luft schnappert und Wettkampfluft schnappert in dem Sport, echt eine coole Erfahrung und vor allem, wenn man es in dem Kreis macht, sicher nur gut. Okay. Die Arbeit ist das Entscheidendste für Hinzenbach, aber vor allem für die jungen Skispringer und Skispringerinnen auch. Und das ist entscheidend, dass wir einen guten Nachwuchs kriegen, dass sie sich wohlfühlen in der Gemeinschaft und dass sie sportlich höchste Leistungen dann irgendwann einmal erbringen können. Und durch kleine Arbeit, durch kleine und feine Arbeit, bringen wir es dazu, dass sie sich auch wohlfühlen und in Zukunft hoffentlich extrem gute Leistungen bringen.